So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und was sehen hier wir? Ach, was sehen wir? Scheiße. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und was sehen meine feinen Augen da? Ein wildes Latios vor uns, ganz in blau. Muss mal den Ton leiser machen, ne? Da seht ihr ein blaues Latios. Latias sind ja zurück jetzt für das Raid-Wochenende von Freitag bis Montag. Könnt ihr das bezwingen? Alles klar. Hier auf jeden Fall jetzt ein blaues, das wollen wir mal mitnehmen, aber was wir dafür brauchen, wollen wir uns wieder in der GoTool-App angucken. Wir gehen also mal in die GoTool-App rein, gucken uns mal die Konda an, obwohl das eigentlich klar sein müsste. Theoretisch nimmt man da Drachen und noch mehr Drachen. Aber wenn Drachen gut ist, ist Eis ja auch gut, ist aber kein Top-Konda. Ich muss mal kurz hier aktualisieren. Wer das immer noch nicht kennt, gönnt euch die GoTool-App auf jeden Fall. Ich muss mir auch mal einen Platz suchen, wo ich das Zeug abstelle. Aber nicht hier bei der Commerzbank, bei der alten, sonst kommt der Notar wieder raus und dreht durch. Hier haben wir das Blaue. Dialga ist auf jeden Fall auf Platz 1. Rayquaza ist dabei, die ganzen Drachen. Ihr könnt die wieder hier kopieren, wenn ihr oben auf diese Konda-Taste drückt. Sind die alle in eurer Liste. Zwei Spieler rot, also zwei dürften das theoretisch schon schaffen. Mit den perfekten Kondern wird aber schwer, da muss wirklich alles passen. Ansonsten, wie gesagt, Drachen 2178 ist das 100er und das Shiny kann auch dabei sein, beim Latias auch. So, wir sind jetzt an der Arena, noch 16 Minuten, der Blaue da. Wir haben unsere Konda natürlich gespeichert, 9 Leute sind schon drin, beziehungsweise 9 Accounts. Ihr seht ja, keiner da, Ramses wie immer alleine. Wir gucken mal kurz. Das hat uns hier Dragoran viermal reingehauen. Einmal Latios, nicht Latias und ein Brutalander. Wenn wir normal jetzt hier drauf gehen würden, würden die entsprechende kopierte Konda-Liste eingeben und nach WP sortiert, hätten wir hier natürlich Regirab, Dialga, Palkia, Knackrak, Rayquaza. Die sind jetzt alle hier nicht da. Ich weiß nicht warum. Wir nehmen die trotzdem mal. Wir haben das ja nicht umsonst hochgemaxt. Vielleicht habe ich auch die falschen Attacken drauf beim Regirahm. Wir probieren es jetzt mit den 6. Wir vertrauen mal der Liste und nicht den Vorschlägen von Pokémon Go. Hab übrigens jetzt auch den Account vom CM Punk dabei. Den sieht man hier vorne. Ich weiß nicht, wieso der sich umgemeldet hat. Hat wohl Existenzprobleme, deswegen nicht mehr CM Punk. So, dann seht ihr lauter Gelbe, Bierbenny ist auch dabei, Chambi, Gefa ist dabei, wunderbar, jetzt sind es 11 sogar. Wir stellen euch mal ab, machen den Raid, gucken dann mal, ob es ein Shiny ist oder ob es ein gutes ist. Den 100er Wert habe ich schon wieder vergessen, den gucken wir dann nochmal, bevor wir fangen. So, noch circa 200 Sekunden übrig. Sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Obwohl bei 11 Mann 100 Sekunden gebraucht. Wie sollen das zwei Leute dann schaffen? Ich versuche mal hier alles zurechtzulegen. Wir gucken mal durch, ob irgendwo ein Shiny dabei ist. So. Und wir gucken natürlich dann auch, was das Größte ist.
Candy Challenge. Ja, 21,40, aber kein Shiny. Auch kein Shiny mit 21,50. Die wären auf jeden Fall schon mal besser. Hier müssen wir den Bildschirm wieder anmachen. Auch kein Shiny. 21,41. Auch kein Shiny, aber 46. Hier haben wir 21,68 und jetzt der große. Das ist ja das Wichtigste. Kein Shiny. 24. Toll. Der hat wieder das Schlechteste. Das ist ja richtig genial. Der große, das Schlechteste. 68, das Beste. Wir gucken noch mal kurz in die GoToLab, weil ich es vergessen habe, was das 100er ist oder 100er wäre, wenn das nicht immer so lange brauchen würde zum Laden. Gehen also auf Raids, Tier 5. 21,78 ist das 100er. 68, also 10 WP drunter. Ist okay. Wir versuchen das jetzt mal zu fangen. Dann suchen wir auf jeden Fall noch ein rotes, ein Latios. Melden uns dann zurück und vielleicht gibt es ja da einen Shiny. Wenn nicht, ihr seht, die Konda sind im Prinzip dieselben. Hier oben ist noch Stein dabei, aber ansonsten Drachen, Drachen, Drachen. Obwohl die Drachen natürlich auch schwach gegen S sind. Also S ist auch sehr effektiv gegen uns dann, wir aber effektiv gegen ihn. Müsst ihr gucken, wie er es macht oder nehmt halt einfach Eis. Wir werfen jetzt ein paar Bälle drauf, nehmen den mit zum Übergang, ne? Melden uns zurück, wenn wir das Rote sehen. So, jetzt sind wir hier am Dino, ne? Eigentlich wollte ich kurz mal auf die Go-To-List und wollte mir angucken, was der 100er IV-Wert ist von dem roten Vieh. Aber... nein, jetzt ist meine... ah, schon geht alles schief. Wie viel ist denn noch? Ist schon vorbei? 10 Sekunden. Könnt ihr noch mal raus. So, zweiter Versuch. Wir stellen uns auch mal in Schatten. 13 Leute. Seht ihr den Feind? Das sind niemals wir alleine. Wer ist denn alles mit drin? Kio, was Lolo? Das ist die Mona auf jeden Fall. Mäusekind, Super Sani, typisch Andy, die ganzen Blauen da davon, es hängt schon wieder übelst. Diesmal nehmen wir nicht unsere Viecher rein, die wir mit reinnehmen wollen, wir nehmen einfach mal das, was es auswählt. Komischerweise wählt es lauter Kampf-Pokémon aus. Kampf gegen Drachen, warum? Dann hätte ich doch lieber noch Eis genommen. Die Mimi ist dabei, Angel ist dabei, The Brain ist dabei, wunderbar. Machen wir einfach mal den Raid mit dem Roten, gucken mal, wie es da aussieht, ob da ein Shiny dabei ist, ob da ein Gutes dabei ist, den 100er Wert, gucken wir uns gleich noch an auf jeden Fall. Jetzt wieder Doppelraid gewesen, blau und rot, super Sache, Geitsch ist auch da, Niki ist da, die sitzen da hinten irgendwo, sieht man, alles belichtet, alles hell. Und da ist der Dino und jetzt geht's gleich los. Ja, ja, fernkommen. Alles gut? Niki hat es nicht geschafft. Wie? Aber ihr hat es immer zu sagen. Dann war sie nur einmal drin, wir sind alle da. Und sie ist jetzt in irgendeiner oder in einer neuen? Hat sie erstmal neu gestartet. Wieso macht man denn sowas? Ah, was ist das? Ich bin hier auf der Kamera, so kommen sie mir mal in der Gegend. Jetzt startet da auch die App neu. Sehr schön. Jetzt muss ich mich mal da draufstellen, ich sehe überhaupt nichts mehr. Das ist auch wieder klar, der größte Mist natürlich. Da ihr Handy aus, hier geht die Kamera an, man drückt in der Weltgeschichte rum, hier ist ein Mann auf einmal neben mir gestanden und hat er sich den Dino angeguckt, hätte er wenigstens ein Handy genommen, jetzt musste ich die App hier auch neu starten, ich konnte gar nicht mitkämpfen mit dem, jetzt gehe ich zurück auf die Arena, da ist es natürlich schon fertig, wir gucken einfach mal rein, gucken mal, was es ist, auf jeden Fall ist es kein Shiny, ein 1966, wir gucken mal kurz nach den IV, da müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier machen, vielleicht machen wir noch eine Runde, nicht, dass der Pass weg ist. 1966 ist schlecht, das ist aber sehr gut. Da wird es ja besser beim Tauschen. Wir gucken aber kurz auf die GoToLab und dann gucken wir uns mal die anderen Handys fix an. 2006, also 2006 müsste es haben. Das Blaue ist sowieso besser, das wissen wir ja. Wir gucken mal kurz auf die anderen. So, 1941, 1973, 1947. 72, 54, das große fangen wir jetzt, aber ich glaube, wir müssen eh noch einen machen. Wir nehmen noch fix
einen blauen mit und gucken mal, was jetzt hier mit dem roten noch ist. Ob wir noch eine Runde machen müssen, melden uns also gleich an der Old Channel Bridge. So, wir haben doch fix eine Runde gemacht, ne? Was ist das denn? Das muss alles weg. Wir gucken mal kurz, was hier Ausbeute da ist. 1936, 1964, 56, 43, 53, 57 und auf dem großen, das seht ihr ja jetzt, da drücken wir durch. Dann müssen wir aber wirklich fix runter zum blauen, dass wir den noch mitnehmen können. 1956, gut, den tüten wir ein, laufen runter, nehmen den blauen noch mit, dann haben wir 4 Stück gemacht, obwohl wir eigentlich nur 2 gemacht haben. So, bisschen Natur mit Rams der Dicke, ne? Ich habe jetzt meinen Rucksack hier unten hingeschmissen, da waren plötzlich so 2000 Ameisen, das liegt wahrscheinlich hier ran. Guck, überall die Ameisen, ich glaube, das war nicht so schön, dass man das kaputt gemacht hat, aber was geht da ab? Seht ihr das, wie die hier alle aus der... Am besten schneide ich raus und sage, guck mal, überall Ameisen, sehr schön. Wir haben jetzt auf jeden Fall den nächsten Raid gemacht an der Brücke. 21,78 muss er haben und er hat 45, 38, 16, 95 und, Junge, auf 32. Aber auf dem großen müssen wir es ja eh noch fangen. Die Sonne brennt. Laufen wir ein Stück so. So sieht es besser aus. 14 Bälle, Team Rot, das meiste gemacht. Auch ein blaues, kein Shiny. 21,2 ist, glaube ich, das schlechteste aus der ganzen Runde. Die verstecken sich alle da im Gebüsch, wie man sieht. Pupsi auch. Alle im Schatten. Geht mehr in die Sonne, ne? Sonne ist nützlich und so, ihr wisst Bescheid. Wir fangen das jetzt noch. Vielleicht kann ich euch so lange mal hier hinstellen oder keine Ahnung, was ich mache. Der Bart sieht aus. Keine Sorge, das ist bald anders. Wir fangen das jetzt noch. Oder tun so, als würden wir es fangen. Großartig geworfen auf jeden Fall. Bei dem habe ich wieder keine Geduld. Bei dem kann ich wieder nicht warten, bis er angreift. Das heißt, da muss ich einfach immer draufhauen. In der Hoffnung, er bleibt drin. Ich hasse das nämlich, wenn die dann immer hoch und runter fliegen und hin und her machen. Und da fand ich Regiram einfach richtig genial. Das saß halt einfach nur da, es ist zwar öfters mal gehüpft, aber hat auch oft angegriffen, war sehr aggressiv. Aber Latios, Latias, die greifen dann auch immer in der Luft an. Schöner Kopfball übrigens vom Buddy zwischendurch. Finde ich also, ist es auf jeden Fall schwerer zu fangen als Regiram. Schon allein schwerer zu treffen. Der Kreis ist auch einfach viel kleiner, in den ihr treffen müsst, wenn ihr einfach fabelhaft werfen wollt. Dann macht das zu viel Faxen, bewegt sich zu sehr. Es geht aber natürlich noch schlimmer, wenn ich da an Cresselia denke oder Konsorten, die wirklich noch nach links und rechts gehen. Kyogre auch, das saß immer so weit hinten, kaum jemand konnte das treffen und dann haben sie den Kreis verändert und haben das Pokémon insgesamt einfach ein Stück nach vorne gesetzt, weil sich alle beschwert haben, dass das nicht zu treffen ist, weil es einfach zu weit hinten ist. Ihr seht, mit ein bisschen Übung schafft ihr trotzdem einfach fabelhaft öfters mal zu treffen. Da ist es auch drin. Wunderbar. Ihr fangt noch? Was? Ihr fangt noch? Ja, meins ist schon weg. Deins ist weg. Super. Grüße gehen raus an den Manns Haulwurf. Seins ist weg. Nein, der hatte ihr nämlich auch noch gar nicht. Niki auch nicht. Das Rote haben sie oben bekommen, beide. Das Blaue müssen sie jetzt in den Tagen noch jagen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr die zwei schon vom letzten Mal? Habt ihr die beiden sogar schon als Shiny? Oder ist das auch euer erstes Mal, dass ihr auf die trefft? Schreibt's mal in die Kommentare. Und was ist euer Bestes, was ihr habt? Ja, wollte ich eigentlich zeigen, aber bin gerade auf dem falschen Account, egal. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.